Und damit wären wir wieder da, wo wir angefangen haben, beziehungsweise aufgehört haben. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Wir leben noch. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Ich finde einen Unterschlupf. Oh, die stolpern. Na, ich würde sagen, wir laufen mal. Alter, hat es ja voll erwischt hier. Volle Kanne. Doch, zuerst gucken wir mal kurz, was da so grün ist. Grafik, nein, das lassen wir so. Ich glaube, ich habe es nicht gefunden. So. Ja, auf Schneider zurückstellen. Ist dunkler. Ich muss mich bewegen. Dann rennen wir am besten. Aber geht nicht, glaube ich, oder? Also jeder andere würde hier sterben. Komm schon. Du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Puh. Irgendwie. Sagen wir neben Stock oder so. Ah, ein Stöcker. Zwei Stöcker okay. Haben wir schon. Das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Ja, hier haben wir ein paar. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Bei dem Wetter würde ich sagen, nicht unbedingt. Erstellungsmittel, ernten Pflanzen und Folgen mit Tiere. Um. Okay, falsche Seite. Oh. Haben wir unsere Pistole noch? Zurück zum Camp. Die sehen uns ja auch nicht. Guck mal, wir sind hier gerade nachher gelaufen, schon wieder alles zugeschnallt. Verrückt. Los, verdammt! Lauf, 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 warum brauchst du so lange? Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Dein Bogen geht uns gut. Bogen. Ja, glaube ich auch. Neue Quest verfügbar. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten.
Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay, alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet sind. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Okay. Wechseln Sie die Outfits im Basislager, indem Sie im Waffenmenü V und mittlere Maustaste im zur Kleiderkategorie. Ja, okay, jetzt müssen wir sowieso ausprobieren. So, jetzt haben wir unseren Bogen hier. Upgrades verfügbar. Jetzt haben wir eine verstärkte Wurfarme. So. Neues Upgrade hergestellt. Cool. So, gehen wir mal zurück. Gucken wir mal, was für Sachen wir sonst noch haben. Unsere Kletteraxt, die können wir nicht verbessern. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über eine einzigartige Statistik und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Wow. Individual. Whiteout-Jacke. Können wir uns drehen? Na, schade. Was haben wir noch hier? Blaues Henley-Shirt. Das lädt. Oder haben wir das noch nicht freigeschaltet? Ja, das ist warm genug auf jeden Fall. Lederjacke. Das ist, glaube ich, die aus der. Ja. Dann haben wir antike Vorhut. Okay, ich glaube, die müssen wir erst kaufen, doch, ne? Sibirische Waldhüter. Sibirische Waldhüter. Und ein sterblicher Wächter. Das sieht ja mal fesch aus. Fesch. So, was haben wir hier? Moderne Winter, erstmal die hier. Mit Wärmeschutz in Rot und Schwarz. Perfekt für fürs Bergsteigen und andere Extrembedingungen. Und der Wintermantel und Wärmeschutz ganz in Weiß. Helle Farben helfen, Schnee nicht aufzufallen. Ich würde sagen, das ist ganz sinnvoll, ne? Das Ganze in Weiß. Blaues, lammiges Thermoshirt. Ein lockeres Gewebe hält warm und ist gleichzeitig ein einfaches. Was? Einfaches. Oh, da. Atmungsaktiv. Naja, das brauchen wir erstmal nicht. Okay, das so sollte erstmal gut sein. In Weiß. Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt noch. Kämpfer, Jäger, Überlebender. Was sehen wir denn? Nahkampf- und Heilungsfähigkeiten. Jagd- und Plünderungsfähigkeiten. Und Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Dickhäutig, sie erleiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit dem der Herz aus Steinfähigkeit. Eisenhauer, sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Setzen sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von F außer Gefecht. Feinde, die durch lautloses Kills erledigt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Ja, das ist ja erstmal Schnickschnack. Dann erlangen sie die Chance beim Plündern durch Bögen erleidend Schaden zu bergen. Was? Achso, dass wir unsere Pfeile kriegen. Erhöhen sie die Zielfixierzeit. Achso. Erhöhen sie die Munitionsmenge. Tierische Instinkt. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren. Schönes Herstellen von Würfelpacken. Ich würde sagen, das sind mehr so Schnickschnack-Dinge. Auge für Details finden. Lebensinstinkt leichte Herausforderungsobjekte.
Wir machen uns erstmal ein bisschen resistenter. Würde ich sagen. Und dann kommen wir mal irgendwann mal zu den. So, Inventar, was haben wir hier? Munition. Können wir nichts machen. Ah, man kann ja echt viel machen diesmal. Offenbar mehr als im ersten Teil. Das finde ich schon mal sehr gut. So, jetzt haben wir genug Zeit im Inventar verplempert. Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Zum Ansehen der Dokumente drücken Sie Tabulator. Dann drücken wir das mal. Da ist ein Reh oder ein Hirsch. So, wie machen wir das am besten? Laufen wir erstmal los. So, nicht genug mit Karten. Erlegen und häuten von die Tiere, um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung zu erhalten. Den haben wir schon gemacht, ne? Jo. Da oben ist was. Pfeile verschießen, drücken Sie beim. Wir haben zwei Federn bekommen. Mit Federn können Sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Okay, so ein. Holz ist mal gut. Mit Hartholz können Sie in Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Ich würde sagen, wir plündern erstmal alles komplett in der ganzen Gegend hier. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das alles auch sehen. Ne, das geht nicht. Ich glaube, da müssen wir irgendwie von da oben runterspringen oder so. Kann das sein? Oder wir versuchen es einfach mal. Ne, das. Oh, warte mal, da war was. Na, komm, komm. Die Frage ist, was uns bringt. Ich glaube, wir können uns da verstecken, ne? Ich möchte gerne wieder runter, wie geht das? Shift, S, W. Na, wir springen einfach ein bisschen. Auch gut. Da will ich noch gar nicht hin. Wir wollen ja alle sehen. Zumindest ich will alle sehen. Ah, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Kacke. Mal direkt in dem Krater nehmen. Ist eh unser Versteck. Von daher ist es eigentlich so schlimm, dass wir da hinlaufen müssen. Und da kommen wir ja auch. Bäume, Bäume, Bäume. Lara, der Holzfäller. Die armen Vögel, ey. Gut, dass wir uns hier überall verstecken können. Falls uns jemand. Ich hab gedacht, ach, das ist ein Reh. Denn da Häufchen? Da hinten ist noch ein Baum. Oh, was haben wir hier? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich.
Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Doch, Lara Croft. Würde ich mal behaupten. Was war das? Ja, komm genau zu mir. Okay. Nein, ich treffe nicht. Also den Hasen erlegen oder was? Und den haben wir erwischt. Wie schleichen wir denn überhaupt? Das muss irgendwo stehen hier. Masse. Hatte. Steht auch nicht. Ich glaube, wir können nicht schleichen. SDRG können wir gehen. Fallen lassen ist C. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Kein Wunder, dass ihr uns hier hört. Das ist, glaube ich, auch ausweichen, ne? Da oben. Das wirst du bestimmt nicht mehr brauchen. Karte aktualisiert, wir haben ein Geheimnis gefunden. Juhu! Das sieht irgendwie so aus, als wenn es aus Skyrim geklaut wäre. Oder war das Witcher? Ich weiß es gerade nicht. Das bekomme ich noch nicht runter. Seilpfeile brauchen wir. Mimi. Okay, dann ich würde sagen, wir gucken mal hier oben. Da geht's nicht hoch, schade. Kriegst mein Lager wieder. Hey, ich laufe im Kreis. Ah, ich glaube, er zeigt uns an, wo wir schon waren, ne? Das Dokument haben wir gesehen. Da kommen wir noch nicht rein. Da kommen wir da noch rein. Können wir einen Wegpunkt setzen? Ne, können wir irgendwie nicht. Brauchen wir auch nicht. Ist noch ein Holzstückchen. Wir lassen die Tiere erstmal leben. Da blinkt was. Diese Ruinen hier, mongolisch. Mongolisch. Wir haben etwas entdeckt. Achso, da. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Ich muss jetzt mongolisch können. Mongolisch. Yeah, esse. Das ist hier der Baumsimulator 2016. Hey, das tat weh.
Warum hast du das nicht genommen? Den Ast da. Hättest du so schon dann rumschleiden können. Nehmen wir den Weg hier. Moment, wo das... Komm, aha. Da blinkt nämlich irgendwas. Überlebensversteck. Ja. Okay. Haben wir die jetzt aufgenommen? Ja, ne? Oh oh. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Trinity ist hier. Was war? Oh Scheiße, was war denn das? Das hat sich nach einem Bär angehört. Ich habe voll bei The Revenant geklaut. Beziehungsweise umgekehrt. Da ist auch noch versteckt. Verstecke braucht die Welt. Ja, fallen lassen? Yay! Ich hab ausgefunden, wie man dich fallen lässt. Der Wahnsinn. Kann man uns rüberklettern? Können wir da auch bestimmt auch hochlaufen. Wir haben alles mit, was wir kriegen können. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Haben wir jetzt Mongolisch gelernt? Können wir bestimmt das Ding lesen. Wenn ich es wiederfinde. War das da oder da? Ich glaube, es war da. Ich geh da mal darüber. Da ist nämlich eine Karte anscheinend. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Gehen wir wieder zurück. Oh, cool. Fallen lassen macht Spaß. Tut dich so weh. Wo ist das so mongolische Versteck gewesen? Da war es, ne? Ne, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Kann ich lesen? Mongolische Schrift. Achso, Stufe 1 brauchen wir. Ziffern. Aber wir haben ein neues Geheimnis entdeckt. Habe ich die Dokumente denn schon benutzt, oder?
Okay, mach mal so. Da immer noch ein Dokument. Soll ich auf den Berg hier? Jo, haben wir noch nicht gehabt. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Mongolisch 1, jetzt können wir es endlich entziffern. Achso, okay, die Durchsichtigen haben wir gesehen, die anderen haben wir nicht gesehen. Genauso wie... Ich möchte gerne, dass wir da einen Punkt hin machen, damit ich da... Oder hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Es klappt offenbar nicht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das funktionieren soll. Falls ihr wisst, wie es funktioniert. Dann gucken wir uns jetzt mal das Mongolisch an hier. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Ach, da fällt mir gerade ein, da hätte ich ja, Verwenden Sie Leer, um einen beliebigen Kartenblick mit einem Spielerwegweiser zu markieren. Spielerwegweiser werden bei verwendeten Verwendung über übel Überlebensinstinkte in die Welt als blaue. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Mann. Doch nicht. Das muss eigentlich funktionieren. Nee, macht nichts. Ich würde sagen, wir suchen alles, aber ich bin zu weit gelaufen. Ah, hier. Sollen wir da rein? Ich gucke erst hier bei der Trophäe. Schon wieder Gold und EP. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ist das nicht die andere Ecke? So, den können wir jetzt abhaken. Dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen hier. Hoffentlich nicht. Sieht leer aus. Da kann man nicht durch, das sieht gefährlich aus und tut weh. Hey, wir können hier Eisen sammeln. Wie viel können wir davon sammeln? Achso, dreimal. Dann geht's ab. Und nochmal. Und nochmal. Zack, zack, so geht das. Ach, hier ist ja gar nicht so viel. Ist ja eigentlich verlassen hier. Dann müssen wir da jede Menge bauen können. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen.
Die sind alle so böswillig hier, ey. Gibt's ja gar nicht. So, dann gehen wir mal schnurstracks aus der Höhle raus. Und dann schnurstracks zum Lager, um ein bisschen gucken, was wir Neues craften können. Nachdem ich alles abgegrast habe, was ist denn das da überhaupt? Überlebensversteck habe ich jetzt noch nicht benutzt. Ne, habe ich nicht. Schämlich, Lara, hast du übersehen. Was ist das da? Münzversteck, das haben wir auch übersehen. Oder ist das da unten? Ah ne, das ist ein bisschen weiter. Da. Das Dokument können wir noch nicht. Ich möchte gerne wissen, wie wir das nicht verbergen. Wie wir das markieren können. Muss ich mal auf die Karte gucken, ist ja blöd. Falsche Richtung. Da sieht man da schon was, ne. Leer auf Bäume zu klettern. Aber hier Bäume. Achso, wenn man die Dinger mit den kahlen Stellen. Da ist noch ein Münzversteck. Ich frage, ob es oben ist. Oder und jetzt hat es geklappt, ne? Ne, da ist es. Wir looten alles leer hier. Dann gucken wir mal, hinter uns ist noch so ein. Oh. Federn. Bam. Noch mehr Federn. Da haben wir noch eine Erzmine. Oder Eisenmine. Nutzen Sie Waffen und springen dann, um Absperrbarrieren zu zerstören. Haben wir denn sowas überhaupt schon? Ich glaube nicht, ne? Scheiße. Will den wieder haben. Hängt doch da. So, wir suchen das von uns auch noch da eben. Hinter uns am Vorsprung anscheinend. Ich glaube, da liegt was. Jawoll. Wir sammeln die Erfahrungspunkte ohne Punkt und Komma. Ja, dann gucken wir mal, was wir schönes Neues craften können. So, im Inventar haben wir jetzt Munition. Kosten, Inventar. Ich will gerne wissen, wie viel wir haben. Haben wir jetzt, ne? Ja, bevor wir jetzt alles wegcraften. Okay, wir können nicht viel mehr machen. Voll. So brauchen wir das. Dafür brauchen wir auch, denk mal, was soll das sein hier? Das ist Holz, das ist. Da können wir mal gucken, ob wir so ein Viech erwischen.
Wir brauchen ein bisschen Leder, brauchen wir. Beziehungsweise Haut. Wenn wir denn mal so ein Reh erwischen. Da sind welche. Ist ja voll hier für Tiere, ne? Ist die Frage, ob wir auf die Entfernung das treffen. Ich würde gern schleichen können, das würde es ungemein erleichtern, glaube ich. Dann würden die immer sofort wegrennen. Jawohl, erwischt, juhu! Entschuldigung. Armes Tier. Zwei Haut. Cool. Nein, nicht wegklappen. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Ist hier noch einer? Ey, waren drei Stück. Da muss doch bluten. Okay, lassen wir das Ganze mal und gucken uns mal an, wo wir jetzt weitermachen können. Und zwar da. Da gehen wir mal hin. Das können wir noch nicht machen, ne? Nee. Müssen wir alles ja von vorne lernen. Haben wir beim letzten Teil schon gelernt. Okay, okay, okay. So. Jetzt weiß ich besser, was er meinte. Was uns ja auch erwarten wird, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.